Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Video meinerseits. Mal kein How to Cheat und auch kein How to Trick oder How to Work, sondern ein ganz normales How to Install Video, weil es ein Zuschauer von meinem Kanal sich gewünscht hat. Und da ich habe zwar schon ein paar Pläne, aber ich habe zwar keine konkrete Vorstellung, wie ich es machen soll. Deswegen schiebe ich das jetzt einfach mal dazwischen. Hier hat nämlich mich einer angeschrieben, schon vor einem Monat her. Pizzaschachtel hat mir gefragt, ich kann das Programm, mit dem das Geld kopiert, nicht öffnen. Das hat er hier zu dem Need for Speed Video geschrieben. Kannst du ein Tutorial zum Installieren von dem Programm bitte machen? Man sieht, die Rechtschreibung ist nicht ganz korrekt und ja, ich kann mir vorstellen, dass der vielleicht etwas jünger ist oder vielleicht sich mit PCs nicht so auskennt. Ich weiß es nicht, ich will jetzt natürlich nichts unterstellen. Wichtig ist, er hat dir eine Frage gestellt, da gehe ich jetzt natürlich darauf ein. Darum geht's und das ist auch mein erster Punkt. Ich werde euch jetzt hier ein Video zeigen, wie man Cheat Engine installiert und runterlädt, was jetzt nicht so viele wissen können müssen. Also ich denke, das wissen einige von euch. Ich zeige es trotzdem mal, weil es, wie gesagt, gewünscht wurde. Geht mal auf die Homepage cheatengine.org. Und dann kann man hier links auf Downloads klicken. Also ich mache das jetzt nochmal zu und zeige das direkt mal. Also man gibt hier oben einfach Cheat Engine ein, geht auf die Seite und kriegt dann da eigentlich schon hier direkt den großen grünen Button zum Download. Oder man geht hier links in die Download-Section und hat hier nochmal den Download. Gibt sogar für Mac. Kann man dann hier direkt runterladen. Habe ich sogar schon, mache ich jetzt nicht. Aber ich will euch was zeigen, der sagt: Abgebrochen, Virus entdeckt. Woher kommt das? Das kommt tatsächlich von meinem Antivirenschutz. Nicht vom Browser selbst, weil das in allen Browsern jetzt so sein wird. Hier mein Kaspersky, der blockiert das. Das heißt, da muss man hier einmal kurz den Schutz anhalten. Desinfektion. Nee, soll er. Nee, 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 nee. Soll er nicht machen. Nee, 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 nee. Komm, Schutz anhalten. Hau ab. Einhalten bis zum Neustart des Programms. So. Nee, das will ich jetzt nicht. Komm. Kann ich das nicht einfach schließen jetzt hier? Boah, nerv jetzt nicht. Jetzt hat er die Datei gefunden und jetzt lässt er nicht mehr los. Jetzt sagt er hier Not a Virus. Aber sagt er Not a Virus, Adware. Ist halt eine Adware drin und die blockiert er jetzt. Ich schiebe das mal hier irgendwie zur Seite. Ich krieg das irgendwie nachher weg. Muss jetzt halt so stehen bleiben. Da lädt man das hier runter. Das blockiert er jetzt natürlich. Auch mit anderen Browsern, also auch mit dem Chrome, wenn ich da reingehe. Lässt er sich da jetzt nicht dazu überreden, das runterzuladen, weil er eben meint, dass da ein Virus drin ist und weil ich die Datei schon da habe. Jetzt geht's, weil ich den Schutz angehalten habe. Jetzt lässt das auch runterladen. Genau, dann geht man da eigentlich rein. Installiert habe ich schon. In D Downloads, da ist die Datei schon drin. Das ist natürlich zweimal. Es ist die eine aber hier blockiert. Das heißt, die werde ich jetzt nicht ausführen können. Ein anderes Programm greift gerade auf diese Datei zu. Geil. Ohne Neustart. Und jetzt, ja, keine Ahnung. Ich lösche die jetzt einfach mal, weil die ist ja wohl jetzt gerade in den Fingern von Kaspersky. Super. Toller Schutz, muss ich sagen, aber der nervt manchmal echt. So, hier hat man jetzt die Datei, die kann ich jetzt einfach ausführen. Da ist tatsächlich Adware drin. Kann ich bestätigen. Da gehe ich jetzt hier einmal rein. Dann lädt er hier und dann kann ich einmal weiter. Dann kommt hier schon die erste Adware, Avast für Antivirus. Kann man sich installieren, würde ich aber weglassen. Da kauft euch lieber einen gescheiten, weil der ist tatsächlich, ich hatte den auf so vielen Computern schon drauf und der macht einfach nur Mist. Ablehnen. Und dann hier nochmal Adware Web Companion ablehnen. Definitiv. Dann installiert er das Programm ganz normal. Also er lässt dann einfach die Adware weg. Ansonsten würde er euch die beiden Sachen auch noch drauf knallen. Den Haken bitte dann rausnehmen. Also nicht direkt Launch Upon Exit, sondern zu machen. Und dann habt ihr hier direkt schon eine Verknüpfung. Ich habe sogar schon eine alte Version gefunden. Da war es sogar noch ein bisschen einfacher. Da habe ich hier eine 6.7 und eine 6.8. Die habe ich hier noch lokal liegen. Wenn ich die hier installieren will, sieht das ein bisschen anders aus. Im Grunde sind die Tools aber identisch, in einer anderen Version halt. 6.7, 7.2 hat sich ein bisschen was gebessert. Warum ich mehrere Versionen aufhebe, gab zwischendurch Versionen, wo einige Spiele nicht erkannt wurden. Das hat sich aber inzwischen gebessert. Also die 6.8, die ich aktuell benutze, kann ich euch hier auch zeigen. Cheat Engine 6.8. Da ist sozusagen die Erkennung sehr gut. Hat Speedhack, hat alle Funktionen, die man braucht und funktioniert tadellos.
Zumindest mit Windows 10, wenn ihr noch irgendwie Windows 7 oder Windows 8 benutzt, weiß ich nicht. Aber mit Windows 10 geht es auf jeden Fall super. Dann legt er sich hier unter Programm x86, da packt er das einmal hin. Don't create a Start Menu Folder will ich hier nicht, also weil ich meinen Schnellstarter hier habe. Ist natürlich jedem selbst überlassen, wie er es haben will. Und sagt mal, Create Desktop Icon würde ich auf jeden Fall jedem von euch empfehlen. Check for New Versions, das würde ich auch weglassen. Warum? Weil ihr dann selber bestimmen könnt, wann er sich updatet. Ansonsten startet ihr ihn und er updatet sich einfach selber. Das muss natürlich auch nicht sein. Genau. Dann gehen wir hier mal weiter. Install und dann installiert er sich. Man kann hier direkt die beiden Haken wieder rausnehmen. Er soll sich nicht starten und nicht diese Settings zurücksetzen, weil wenn man irgendwie personalisierte Einstellungen drin hat, würde er die zurücksetzen. Das wollen wir nicht. Hier öffnet sich jetzt eine Seite. Die brauchen wir auch nicht. Und genau, jetzt haben wir den hier. Und wenn ich den jetzt ausführe, dann ist das jetzt auch die Version 6.7. Der hat jetzt sozusagen den, ja, die Verknüpfung, den Shortcut mir abgeschnitten. Das macht aber nichts. Ich kann hier direkt in den Ordner reingehen und die normalerweise unter C Programme oder Programme x86 und dann Cheat Engine und dann gibt es da eben hier einen Ordner mit der Versionsnummer. Da geht man rein und kann dann hier eben die Cheat Engine-Exe starten und da kommt man dann rein und dann hat man hier erstmal das Cheat Engine laufen. Dann geht man hier links oben auf Select Process und wählt dann das Spiel aus. Wichtig ist, das Spiel ist natürlich schon laufen. Jetzt ist natürlich hier keins am Laufen, weil es jetzt auch nicht Ziel des Videos ist. Also hier hat man dann die Liste, da wählt man das Spiel aus, so Open, und dann kann man jetzt hier dann eben nach den Values suchen. Und wenn man die ja gefunden hat, tauchen die hier in der Liste auf, kann sie sich hier nach unten ziehen in die untere Liste und kann die dann hier bearbeiten. Genau, das war es eigentlich schon. Also einfach installieren, starten und fertig. Mehr ist da nicht dabei. Für mich ist es natürlich selbstverständlich, für einige da draußen wahrscheinlich, ja, wahrscheinlich nicht. Wichtig ist, so geht's. Und falls da noch irgendwie Fragen sein sollte, was ich nicht glaube, könnt ihr die gerne stellen als Kommentar. Ich werde auf jeden Fall noch weitere Videos machen. Also ich mache immer wieder leider ein bisschen Pause, weil privat habe ich noch ein bisschen was zu tun. Ja. Muss sein, hilft nichts, aber gut. Das war es eigentlich auch schon. Danke, dass ihr bis jetzt so aufmerksam zugehört habt. Wenn euch das Video gefallen hat, lasst mir doch einen Daumen, ein Abo da. Das zeigt mir, dass euch der Inhalt gefällt. Lasst mir auf jeden Fall noch einen Kommentar da, wenn euch irgendwas auffällt, was irgendwie falsch war, wenn ich irgendwas zu schnell oder zu langsam erklärt habe. Dann schreibt es mir rein und dann versuche ich mich da zu bessern. Alles klar. Dann wünsche ich euch noch eine gute Nacht oder guten Tag oder je nachdem, was für eine Tageszeit bei euch gerade ist, wenn ihr das Video schaut. Auf jeden Fall noch einen schönen Tag und bis zum nächsten Video. Ciao, ciao. Cheerio.